So, es ist abends. Wir haben 9 Uhr. Aber es ist nicht schlimm. Es ist ja taghell. Ich habe ja noch ein paar Stunden Zeit zum Schrauben. Wir sind ja so weit im Norden. Ich werde erstmal die Rückleuchte rausbohren und gucken, inwieweit ich von oben dran komme. Weil von unten will ich eigentlich nicht dran. Ich schau mal. So, Rückleuchte ist ab. Und man kann es auf dem Handy erkennen. Wir können das Video gleich nochmal einblenden. Hier ist ein Dreieck. Also da passen locker 2 Finger rein. Das ist offen. Da fehlt Blech. Und das werde ich jetzt vollkommen fuschmäßig reparieren, weil ich habe hier nicht andere Möglichkeiten. Also kommt jetzt die richtig gute Reparatur. Zum einen verschließen wir das erstmal mit Klebeband, mit gutem Panzertape. Und danach haben wir was gekauft. Quick Weld. Irgend so ein Metallzeugs, 2 Komponenten, was man zusammenmischen kann, was wie Metall werden soll. Da pumpe ich alles voll und egal wie viel da reingeht, Hauptsache alles. Der Mist ist zu. Alles schön. Was? Alles muss da rein. Dann ist der Wagen ganze 400 Gramm schwerer und die Maus kann sich woanders ein neues Loch buddeln. Aber wir haben ja jetzt auch 3 Mäuse fallen. Wir sind gut ausgerüstet. Und meine Laune ist seit heute Morgen auch wieder gestiegen. Wie ihr sehen könnt, widme ich gerade mich dem neuen Video, was ihr natürlich schon längst gesehen habt, wenn ihr das Video jetzt gerade guckt. Aber welches Video schneidest du denn gerade? 7. Saskatchewan Grasslands. Ja, auf jeden Fall ist das Ziel, jetzt das Loch zu bekommen, weil ganz ehrlich, morgens diese Laune und jedes Mal, wenn ich die Klappe aufmache, graut es mir davor reinzugucken. Ich gucke da nicht mehr rein, das muss Sebastian für mich übernehmen, weil ich mir das nicht angucken kann. Ich traue mich teilweise gar nicht mehr, die Schränke aufzumachen, weil ich schon 2-mal eine Maus getötet habe, einfach indem ich Auszug rausgezogen habe. Ja, das sitzt ganz schön tief. Man mag das gar nicht glauben, aber das ist nichts, wo man sagt, also am Anfang war es, okay, lustig war es nie. Lustig war es nie. Aber es ist schon belastend und es ist, mag sich komisch anhören, aber das schwingt ganz schön mit und das dämpft die Stimmung immens. Und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass es besser wird. So geht's nicht weiter. So, das große Problem ist, ich komme mit meinen Händen gar nicht in dieses Loch rein, weil meine Finger sind 3 cm zu kurz. Man muss nämlich quasi ums Knick rum. Aber ist ja nicht tragisch. Jasmin kommt da rein. Ich habe Kinderhände. Man muss halt da rein, da durch und dann hier drin drauf, ja, kriegt man. Da unten das Loch irgendwie zuzukleben. Aber ist nicht schlimm. Und wir kleben es nur deswegen zu, damit wir jetzt diese tolle Paste anrühren können und mit dieser angerührten Paste alles zuschmieren. Quasi. Hier haben wir noch ein kleines Loch, ich brauche noch ein bisschen. Wir werden zum Karosseriemaurer. Wir gießen das aus. So, das Zeugs ist jetzt, die erste Schicht ist drin. Ich versuche es nochmal zu zeigen. Da sieht man ganz schlecht. Da unten. Diese Pampe, die lassen wir jetzt mal aushärten ein bisschen. Und in eine Stunde, 2, 3, wir haben ja noch lange hell, mache ich eine 2. Schicht drauf. Und gegebenenfalls eine 3., eine 4., eine 5., eine 6. Bis von mir aus die ganze Tube drauf ist, mir ist das egal. Hauptsache ist dicht. So, die letzten Schichten vom Flüssigmetall sind jetzt aufgetragen. Ich hoffe, das härtet alles durch und das ist alles dicht. Wir genießen gerade das Rest Lagerfeuer. Wie ihr seht, es ist noch hell. Ich gucke mal unsere Ortszeit an. Kann man das sehen? Also wir haben 20 vor 12. Fast 0 Uhr. Es ist nicht wirklich dunkel. Es ist schon sehr komisch. Wir werden trotzdem gleich ins Bett müssen, machen das Zelt zu, damit es dunkel wird und versuchen zu schlafen. Eine gute Nacht. Hallihallo. Das Wetter ist wirklich traumhaft schön. Man kann es gar nicht anders sagen. Wir haben mal wieder über 30 Grad locker, oder Sebastian? Ja, es ist eigentlich viel zu heiß für hier. Viel zu heiß für hier. Sebastian hat heute einen kleinen Angelausflug gemacht und zwar haben wir uns gestern hier, wir stehen auf einem Campingplatz, auf so einem staatlichen Campingplatz. Die kosten hier 20 Dollar und da ist Feuerholz komplett inklusive und da muss man sagen, das ist schon richtig, richtig gut.
Sebastian hat heute einen kleinen Angelausflug gemacht, so, back to the roots. Unser Nachbar hier hat ein Boot hier stehen, weil die auch jedes Wochenende wiederkommen. Und da waren die draußen auf dem See und haben ein bisschen geangelt. Und Sebastian, was gab's? Hecht. Hecht. Die anderen Nachbarn haben uns eingeladen, einfach mal abends bei denen zu sitzen und haben uns noch einen Tipp mit unserem Mäuseproblem gegeben, weil die das Problem allerdings in ihrem Wohnwagen auch schon häufiger hatten. Das nennt sich Irish Soap. Riecht... Na, was riecht der Schatz? Darf man das sagen? Es riecht ein bisschen so nach alte Leute, so wie man das irgendwie kennt. Danach riecht es ein bisschen, dann haben wir unseren im Auto einen Duftbaum aufgehangen, der auch noch nach Minze riecht. Also unser Auto stinkt bestialisch nach Pfefferminzen alt. Einfach so alt irgendwie. Aber wir hatten heute Morgen keine Maus und alle Mäusefallen waren unangetastet und wir haben nicht mehr alles abgedeckt. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Also ja, wir entspannen total. Heute und morgen auch nochmal, weil morgen ist Sonntag und Montag geht es erst für uns weiter. Und dann wünschen wir euch auch ein schönes Wochenende oder Woche, was auch immer ihr gerade habt, wenn ihr das gerade guckt. Und bis übermorgen. So, die letzten 3 Tage haben wir, glaube ich, nichts aufgenommen, weil wir haben uns einfach... Morgen! Wir haben uns einfach Entspannung gegönnt. Jasmin klappt noch das Dachzelt jetzt ein. Wir haben ein bisschen geangelt, wir haben ein bisschen die Füße hochgelegt, wir haben abends das Lagerfeuer genossen, wir haben abgespannt. Und das tat uns richtig gut. Das Wetter war bis gestern Abend ein bisschen Regen, ansonsten hatten wir jeden Tag über 30 Grad, mega heiß, mega warm. Es war traumhaft. Es geht jetzt Richtung Dawson City. Und ja, wie es da aussieht, werden wir da mal schauen. Was ist los? Jasmine kämpft gerade mit dem Dachzelt. Ja, das sieht ein bisschen zu weit aus. Meistens packt Jasmine das Dachzelt in. Heute habe ich gepackt. Ich habe gefragt, wie ich es machen sollte. Scheinbar war es falsch. Nächstes Mal musst du es einfach wieder selbst machen. Okay, ich sag bis gleich. Wir sind immer noch auf dem Weg von Whitehorse nach Dawson City. Das sind nur, ich glaube 500 noch was Kilometer. Aber es zieht sich sehr. Ich sag mal, ich finde den Yukon bis jetzt wunderschön. Und auch hier, das ist alles gewaltig. Es ist extrem. Und es ist aber teilweise auch extrem. Die Straßen sind extrem, nicht gut. Große Teile Gravel Roads, extrem viel Staub und das große Problem ist einfach nur, ich bin nass geschwitzt, weil, kann man das erkennen? Wir haben durchgängig über 30 Grad. Es ist so heiß. Dann versucht man natürlich immer wieder anzuhalten, Fotos zu machen, Videos zu machen und es ist staubig, es ist heiß, also man schwitzt und klebt und der Staub haftet natürlich so richtig schön auf einen. Das ist super. Sauna to go. Mahlzeit! Hallihallo! Uns hat es heute verschlagen nach Dawson City. Und es ist heiß. Genau, es ist so wir heiß. Wir haben deutlich über 30 Grad im Schatten. Das Problem ist, wenn ihr mal seht, es gibt keinen Schatten. Ja, wir machen jetzt ein kleines bisschen Sightseeing hier in der Stadt. Und wie immer nehmen wir euch ein Stückchen weit mit. Sofern es natürlich immer möglich ist.
drink it fast, you can drink it slow. But your lips must touch this bottle. Just your lips. Mm-hmm. No tongue. Thanks for watching. Es wird Zeit. Sebastian ist zu einem Yeti geworden. Und ich liebe ihn, aber ich liebe ihn noch mehr, wenn er wieder aussieht wie ein, wenn es besser passt. Er hat schon mal angefangen. Ich habe schon mal von lang auf kurz geschoren. Dann kommt zu mir und sagt, er ist fertig. Er ist überhaupt nicht fertig. Was denn? Ich weiß gar nicht, was du hast. Wo Guck ist das mal, Problem? Ein bisschen nach oben. Wo Chef. Ist das Problem? Besser. Boah, ich glaube, du bist mal eben um 10 Jahre gejüngt. Das kann durchaus sein. Halli, hallo! Wir haben wieder mal einen wunderschönen Tag hier. Wir haben uns was ausgeliehen, denn das braucht man nicht kaufen. Heute gibt es Gold. Wir werden nicht reich. Ich glaube auch nicht, aber so Touri-mäßig muss man es wenigstens einfach mal ausprobieren. Und das werden wir auch mal tun. Sebastian, wie sieht die erste davon aus? Man wird auf jeden Fall nicht reich. So, Jasmin ist immer noch fleißig am Gold schürfen. Waschen? Wie nennt man das eigentlich? Jasmin hat eine deutlich größere Ausdauer als ich, also nicht weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, gar nicht, aber ich habe so heftige Rückenschmerzen. Die Haltung ist auch echt beschissen. Man sitzt hier. Das ist der Vorteil, wenn man doppelten Bandscheibenvorfall hat, es tut einfach immer weh, egal was man macht. Toll. Also man sitzt hier oder steht hier völlig krüppelig in diesem Bach, um seine Metallpfannen auszuwaschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, naja. Wir haben ein Stück gefunden. Ein Stück Gold haben wir gefunden. Also ein Stück wirklich Gold haben wir gefunden. Vielleicht kann Sebastian uns zeigen. Und es ist nicht das Große, was ihr gleich seht. Das da. Dieses kleine Pünktchen in der Tupperdose ist Gold. Naja. Und? Vielleicht. Wir schauen mal später nochmal. Amber. Man kann zwar auf kleinem Wege Gold schürfen. Wie wir? Wie wir? Mit der Goldpfanne? Oder man, damals haben die Leute hier etwas mehr Gold gefunden. Dann aber mit solchem Gerät. Also unvorstellbar, wie diese Dimensionen sind, wie die Ausmaße sind. Ich glaube, allein da vorne so ein Kettenglied ist länger als 2 Meter. Also Wahnsinn. Riesig.
Und das Ding war letztes Mal in Betrieb 1959. Von 1913 bis 1959 haben die mit dieser Dredge, so nennen die sich, haben die Gold abgebaut. Und hier sieht man es nochmal. Hier ist das Material, was abgebaut wird, was dann hochging durch diese ganzen Fördergeschichten. Und hinten kamen die gewaschenen Steine wieder raus. Es ist soweit. Wir sind am Dempster angekommen. Wir starten heute Abend nach unserem Goldschürftag. Ja, genau, wir haben nämlich schon irgendwie 7:15. Ich weiß, sieht aus wie mittags draußen, aber es ist schon 7:15 und es ist ja lange hell. Wir starten jetzt, wir sind am Kilometer 0. Wir haben gerade eben getankt, auf der Ecke vom Dempster Highway gibt es die letzte Tankstelle. Hm. Und jetzt geht's los. Da ist das Schild, da ist die Straße. Auf geht's.